Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von E-Bike News. Heute gibt es was von Porsche, ein exklusives E-Bike in Zusammenarbeit mit Rotwelt. Dann habe ich die nächste Evolutionsstufe gefunden, und zwar Wasserstoff-E-Bike. Dann gibt es einen neuen Motor von Bosch. Wir schauen uns an, für wen der geeignet ist. Und wenn du auf der Suche bist nach einem E-Bike weit unter 1000 Euro, bleib dran. Viel Spaß! Starten wir heute mit Porsche. Das E-Bike Cross Performance EXC für schlappe 13.900 Euro. Verkauft durch Porsche Lifestyle GmbH und Co. KG. Das leistungsstarke E-Mountainbike mit Porsche gewichtsoptimierten Carbonrahmen und Lenker und kraftvollen Shimano Motor und 630 Wattstunden Akku ist in Zusammenarbeit mit Rotwelt entwickelt worden. Kennt ihr Rotwelt, ne? Das Besondere: Man kann dieses E-Bike in den Original-Porsche-Farben bestellen und die Auslieferung erfolgt nach Bestellung in ca. 12 Wochen. Das ist schon mal eine Ansage. Kommen wir mal zu den Highlights. Die sind von Fox Factory, die Fahrwerkskomponenten, also die Dämpfer. Kane Creek oder Creek Brothers, Carbon-Laufräder mit unterschiedlichen Speichenspannungen an Vorder- und Hinterrad. Zusätzlich kommt eine 4-Kolben-Bremse von der Firma Magura, die MT7, das Shimano XT DI2 12-Fach-Schaltwerk. Das ist dieses elektronische Schaltwerk, also ohne Kabel. Dann ist da der Shimano EP801 Motor mit einem maximalen Drehmoment von 85 Newtonmeter verbaut, genauso wie der Bosch Performance CX Motor. Das ganze Fahrrad gibt es in 3 Rahmengrößen. Habe ich da Interesse geweckt? In der Videobeschreibung unten ist der Link zum Hersteller Porsche. Kommen wir zum nächsten, und zwar Wasserstoff-E-Bike. U-On, ich hoffe, man wird das so aussprechen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. In Hongkong ist die Firma 2010 entstanden. 2017 haben die entwickelt dieses Wasserstoff, also geforscht, und 2021 wurde es auf den Markt gebracht. Mittlerweile gibt es in Hongkong, in Russland und in Malaysia schon viele Stationen, wo diese Fahrräder angeboten werden. Weitere Länder folgen und sind auch schon in Planung, und gibt es aber auch schon. Bis es hierher kommt, wer weiß, dauert bestimmt noch einige Zeit. Aber ich glaube wirklich, dass das eine gute Idee ist, weil du könntest das Fahrrad ja eben schnell tanken und hast du wieder Reichweite. Und wenn es auch nur 70 Kilometer, so wie es hier steht, eine Reichweite hat, in 2 Minuten oder 1 Minute aufgetankt und weiter geht's, ist, glaube ich, eine Alternative. Ob die überhaupt hierher kommen, das wollen wir mal dahin stellen, aber die Idee finde ich gut. Bosch hat jetzt auf der Eurobike einen neuen Motor vorgestellt, den Performance SX, ein gewichtoptimierter Akku mit einem 400 Wattstunden Akku. Hört sich erstmal nicht so spektakulär an oder eher rückschrittlich. Das ist fürs Gravelbike, fürs Mountainbike oder für das Urbanbike. Das Besondere an diesem Motor ist, dass er nur 55 Newtonmeter hat. Wo man bei denkt, okay, tatsächlich Rücktritt. Aber nein, der hat statt 250 Watt 600 Watt Anzug. Also der Motor ist einfach stärker gemacht beim Treten, hat aber weniger Newtonmeter, dadurch spart er mehr Akku. Und darum machen die 400 Wattstunden Akku wieder Sinn. Der Aktivline, der hat tatsächlich auch nur 55 Newton. Und mit einem 625 Wattstunden Akku sind tatsächlich im Ökobetrieb 250-300 Kilometer möglich. Ausprobiert habe ich das noch nicht. Von Enrico ist die Frau, die hat den Motor. Enrico sagte, im Ökobetrieb ist der Motor nicht so das Wahre, weil dann hat man kaum Unterstützung. Ich schätze mal, bei dem neuen Bosch XSX Motor hast du Unterstützung, weil du die Kraft hast, also der Motor hat mehr Kraft, die er entfalten kann, und dadurch die Unterstützungsstufe
höher sein. Ob das nun wirklich so ist, das entscheidet jeder für sich selber. Ich bin gespannt. Ich werde dieses Fahrrad auf jeden Fall Probe fahren. Ich glaube, ich werde mal ein Gravelbike Probe fahren. Wenn ich das habe, kommt es hier auf diesen Kanal und dann kannst du es mal angucken und ich werde berichten, wie es denn wirklich ist. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema heute. Die Firma Allegride, so spreche ich das jetzt aus, ob das richtig ist, ich weiß es nicht. Die haben ein E-Bike im Petto für sage und schreibe 799 Euro. So wie dieses E-Bike hier aussieht, ist es wirklich eine Alternative für diejenigen, die nicht ganz so viel Fahrrad fahren möchten, haben aber schon einen Intube-Akku. Sieht rein optisch auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und wenn man sich dann irgendwann dafür entscheidet, dass E-Bike-Fahren doch richtig Spaß macht und einem das nicht mehr reicht, glaube ich, hat man hier eine gute Möglichkeit, ein verdammt gutes E-Bike zu einem absoluten Top-Preis zu bekommen. Wie das Fahrrad wirklich ist und die Verarbeitung und alles, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich habe es im Netz gefunden, habe gedacht, das müsst ihr auch sehen. Wie schon mal erwähnt, falls einer das Fahrrad schon hat und Erfahrungswerte für dieses Fahrrad auch hat, schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde mich persönlich auch interessieren, weil ich kenne viele Leute, die haben sich verdammt teures E-Bike gekauft und fahren nicht wirklich. Und wenn du so 3.000 Euro da rumstehen hast, finde ich persönlich, sollte man lieber darüber nachdenken, ob man nicht eins für 800 oder 1.000 nimmt und da stehen hat. Naja, soweit für die heutigen E-Bike-News. Wir haben 30 Grad draußen. Ich bin erstmal weg, aber willst du mehr darüber wissen, findest du alles ganz ausführlich in der Videobeschreibung.